Liebe Kunden, liebe Kundinnen, wir haben sehr, sehr oft die Frage, wie man unsere Bewässerungsanlagen richtig entleert. Ich bin bis jetzt eigentlich immer zu den Kunden gefahren, habe das gemacht. Es ist aber so eine leichte Aufgabe, dass ich mich dazu entschlossen habe, einfach ein YouTube-Video zu machen. Hier zeige ich euch, wie das funktioniert. Und dann könnt ihr das ohne Probleme selber machen und spart euch das kleine Geld dafür. Funktioniert das Ganze jetzt? Ich gehe mal von unseren Anlagen aus, die wir verbaut haben. Wichtig ist, es würde auch bei den Anlagen anderer funktionieren, wenn diese fachgerecht verbaut wurden. Das heißt, die modernen Anlagen haben sogenannte Selbstentlüfter unterirdisch auf den Leitungen. Das sind einfach Entlüfter, die werden festgemacht auf den Leitungen, die sorgen dafür, dass jedes Mal, nachdem die Bewässerung gelaufen ist, in der Leitung das Wasser dort absickern kann. Wenn das nicht vorhanden ist, dann gehört zusätzlich die Box noch im Winter ausgeblasen. Das ist bei unseren Anlagen nicht nötig, weil wir eben diese Selbstentleerungen haben. Auch der Aufbau der Box kann bei anderen Anlagen von Mitbewerbern durchaus auch anders ausschauen. Das Prinzip ist aber meistens das gleiche. Wir haben unsere Anlagen, kaufen wir bei A&T im 16. Bezirk. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie ihr das entlüftet. Wie gesagt, die Leitungen selber brauchen nicht ausgeblasen zu werden, die entleeren sich automatisch. So sieht das Innenleben unserer Box aus. Das ist eigentlich immer der gleiche Aufbau. Es kann auch sein, dass wir mehr oder weniger Magnetventile haben. Das sind eben diese hier. Aber es hat eigentlich immer einen Kugelhahn. Und wenn ihr im Winter das Ganze einwintern wollt, dann müsst ihr schauen, dass der offen ist. Der ist normalerweise vom Sommer eh offen, das bleibt auch offen. Zusätzlich hier zum Kugelhahn haben wir auf der Seite ein kleines goldenes Rädchen. Dieses gehört aufgedreht ganz. Meistens geht das ein bisschen strenger, das bekommt ihr eigentlich nur mit einer Zange auf. Aber das muss ganz aufgedreht werden. Zusätzlich haben wir eben die Magnetventile. Hier sieht man schon on und off. Diese gehören einfach eine halbe Umdrehung, circa eine halbe Umdrehung Richtung on aufgedreht. Und dann sind zusätzlich hier noch einmal Entlüfter für die Gehäuse herunten. Auch diese kleinen Noppen einfach ungefähr eine Umdrehung aufmachen, aufmachen und aufmachen. Und das war es im Endeffekt schon. Fast jede unserer Boxen sind so aufgebaut. Wie ihr seht, die Entlüftung ist ganz, ganz einfach. Und im Frühling macht ihr das Ganze dann einfach rückwärts. Das heißt, da werden dann diese kleinen Entlüfter auf den Gehäusen, die Magnetventile werden wieder zugemacht. Und das kleine goldene Rädchen beim Kugelhahn. Und danach könnt ihr den Zulauf des Wassers wieder abdrehen. Das habe ich natürlich vergessen, bevor ihr hier in der Box irgendwas aufmacht, immer den Zulauf vom Haus natürlich abdrehen, damit wir keinen Druck mehr hier auf dem Druckschlauch haben. Ja, und das war es im Endeffekt. So entleert man unsere Bewässerungsboxen, so wintert man sie richtig ein. Man braucht nichts mehr ausblasen, wie gesagt, immer davon ausgehend, dass die Anlagen fachgerecht und zusätzlich noch mit einer Selbstentleerung auf den Leitungen verbaut wurde. Ich hoffe, das Video hilft weiter. Wenn Fragen sind, bitte gerne anrufen. Und dann sage ich mal schönen Tag noch.